Hallo ihr Lieben. Ich möchte mit euch heute einmal über die aktuellen Energien sprechen. In meinem letzten Video hatte ich euch ja auf die Portaltage hingewiesen. Die 10 Portaltage hatten es jetzt tatsächlich auch echt wirklich in sich. Viele haben es gespürt und so richtig entspannt wird es mit unseren Energien momentan halt auch nicht. Und man spürt es sehr stark im Kollektiv, egal wo man hinschaut und mit wem man zu tun hat. Diese Energie ist so explosiv. Man spürt tatsächlich richtig, wie Menschen ja damit zu kämpfen haben. Also man braucht nur angepiekst zu werden, gefühlt was Falsches sagen und jedes Wort gerät bei vielen gleich in den falschen Hals und es ist eine Energie gerade im Feld, die es ja doch echt schwer macht, im zwischenmenschlichen Umgang miteinander sehr friedlich und harmonisch zu bleiben. Und deswegen, ich möchte euch bitten, euch immer wieder Ruhe und Auszeiten zu nehmen, in euch zu gehen, bevor ihr Dinge aussprecht, vielleicht sie erstmal zu überdenken und euch die Zeit zu nehmen, auch mal zu entschleunigen. Deswegen seht ihr mich ja auch gerade hier in meiner Sauna sitzen. Also ich werde jetzt auch gleich mir eine Auszeit gönnen, um Kraft zu tanken, um meine Balance zu halten, mich wieder ein bisschen zu erden. Denn auch an mir geht das nicht spurlos vorbei. Und ich weiß, dass ich da oft Sprachrohr bin und ich spüre dann die Dinge, die ich dann ins Feld geben soll wieder. Und deswegen möchte ich euch an dieser Stelle auch sensibilisieren, wieder auf euch zu achten und da mal genau hinzufühlen. Im Feld nimmt grundsätzlich gerade alles enorm und rasant zu. Wir merken, dass Dinge offenbart werden, auch jetzt für die Öffentlichkeit immer mehr. Ja, ich verweise da auf die eigentlichen Nachrichten, die in Deutschland ihren Weg finden. Mal mit mehr Gehör, mal weniger. Ja, das heißt, es wird da über unsere Prozesse, die wir in den letzten Jahren von 2020 bis jetzt erlebt haben, nach und nach mal mehr aufgearbeitet. Es kommen Informationen ans Licht, in denen den Menschen zuteil wird, dass sie ja nicht so ganz die Wahrheit erfahren haben, bevor sie sich quasi haben einer kollektiven Spritze unterzogen und dass da Informationen bewusst anscheinend zurückgehalten wurden. Und man spricht da von RKI-Files, also von Informationen aus der Tiefe, die jetzt gerne an die Oberfläche möchten. Sachen, worauf Menschen wie ich schon lange hingewiesen haben. Und offensichtlich gehen da auch jetzt langsam die Dinge ihren Weg. Es fängt einiges an ins Rollen zu kommen, worauf wir lange gewartet haben, dass Menschen jetzt Informationen erhalten und in Wahrheiten offenbart werden und immer mehr Dinge ans Licht kommen, die wir brauchen. Denn wir sind noch lange nicht fertig hier. Wir müssen noch vieles aufarbeiten. Und wie wir feststellen, geht das auch immer mehr in die Tiefe. Auch über unsere deutschen Grenzen hinaus, auch über die europäischen. Also wenn wir da jetzt auch mal einen Blick nach Amerika rüberwerfen, werden wir da auch immer mehr Informationen erhalten, die durchaus komplex sind. Und da fallen auch gerade sehr stark so ein paar Dominosteine, die ein Fass aufmachen und Sachen ins Rollen bringen, die uns durchaus auch hier in Deutschland noch berühren werden. Da kommen Sachen ans Licht und die werden vielen nicht schmecken und wir werden sehen, dass da auch in höchsten Kreisen Menschen involviert sind. Auch Menschen, von denen ihr das nicht erwartet hättet und die vermeintlichen Idole gar keine Idole waren und nicht nur zutiefst beschämend ist, was sie taten, sondern auch verachtungswürdig sind und ganz, ganz bösartig. Und da gibt es vieles zu verdauen in nächster Zeit. Ja, es gab Hausdurchsuchungen zum Beispiel gerade aktuell in dieser Woche bei einem sogenannten P. Diddy, früher auch mal Puff Daddy genannt. Ja, da ist nicht nur die Musikbranche involviert, sondern auch noch ganz andere Sachen. Und ja, ich rate euch auf jeden Fall, euch Gutes und Ruhiges anzutun, damit ihr gefasst seid auf die Dinge, die da kommen. Denn ja, energetisch bedeutet es, durchgeschüttelt zu werden, ja. Und das muss man auch erstmal verarbeiten, ne, für sich selbst in seinem eigenen System. Ja, und deswegen immer sehen, dass wir tief in die Heilung gehen und in den Frieden und für uns uns vorbereiten auf all das, was kommt. Verbindet euch mit lieben Seelen, mit Menschen, die euch gut tun und fangt euch gegenseitig auf. Ihr sollt wissen, ihr seid nicht allein und
Es gibt ganz viele Menschen, so wie ich, die ein offenes Ohr haben und euch begleiten werden durch all diese Zeit, die jetzt uns bevorsteht. Und erdet euch so gut ihr könnt. Passt auf euch auf und habt schöne, ruhige Ostertage. Das ist ganz gut, dass wir jetzt da mal ein bisschen entschleunigen können und die Arbeit ein bisschen ruht und wir Zeit haben für uns, auf uns sich mal besinnen zu können, sich selbst Zeit mit der Familie und lieben Menschen zu verbringen. Und ja, nutzt das für euch und passt auf euch auf.